Yo, gute! Moin, Kartoffelhammer! Schön, dass du da bist. Moin, mein Lieber. Ey, Kartoffelhammer ist auch so eine Legende auf dem Kanal. Kartoffelhammer, du bist auch bald volljährig, ne? Das dauert bei dir auch nicht mehr lang. Ey, das ist so krass. Dauert doch einen Moment. Ja, aber es geht in die Richtung, ne? Das ist so krass, wie lange wir hier schon da sind. Ich glaube, du und Space Miner, ihr kamt hier beide ja mit 13 rein. Junge, das ist so krass, wie lange wir jetzt schon hier so euch begleiten. Und ihr seid einfach bald volljährig, Junge. Das ist sau krass. Und wirklich, dass ihr beide, das habe ich euch ja beide schon so oft gesagt, obwohl ihr beide so jung wart, als ihr hier reinkamt. Ihr wart so krass reif, dass ihr immer, was selbst so viele Volljährige bis heute nicht erscheinen konnten bei Anime 24. Wenn es so von unserem Quatschgelaber, von unserem Trash-Talk-Moment in so Real-Talk überging, wo wir halt so einen ernsteren Vibe hatten und ernstere Themen aufgegriffen haben und ihr das so gecheckt habt und einfach so mitgegangen seid, das alles. Wirklich, ich habe da bis heute sau Respekt vor, weil das einfach von Anfang an ein geiler Vibe mit euch war und jetzt seid ihr einfach bald so volljährig. Ich finde das voll krass, so wie lange ihr so, ja, hier schon mit am Start seid. Ich finde das echt voll geil. Das ist sau krass. Du wirst mich durch mein Leben begleiten, bis wir alle irgendwann Rentner sind. Ah, das klingt voll krass. Das klingt voll süß. Aber ey, ich mach's auch eh noch bis GTA 6. Also nächstes Jahr ist Schluss. Nee, aber das klingt voll krass. Ey, Kartoffelhammer. Das klingt voll krass süß und die. Junge, genau so was meine ich. Guckt euch Kartoffelhammer an, Chat. Wirklich, der kommt hier rein und haut direkt so einen raus. Das ist es. Das ist die nächste Generation, die den Anime-Vibe in die Welt hinausträgt. Nehmt euch alle ein Beispiel an Kartoffelhammer und an Space Winder. Chat, wer von euch... Jetzt bleibt der harte Kerl hier übrig. Eins in den Chat, wer sich so wie Kartoffelhammer vorstellen kann, dass er für immer bei Anime 24 bleiben wird. Wer glaubt wirklich, dass irgendwann so Rentenalter, wirklich so im Altersheim, ich mach noch so Vlog aus dem Altenheim... Mensch, ich so im Altenheim, so im Rollstuhl-Vlog, immer noch so einfach so... Junge, was mache ich denn im Altenheim? Da muss ich ja auch irgendwelche Vlogs machen. Warum ich immer noch keine Freundin habe? Warum ich in meinem Leben keine Freundin hatte? Yo! Und einfach so im Chat, wirklich dann so seit 60 Jahren dieselben Gesichter in den YouTube-Kommentaren immer noch so Coco, Fabian, dann so Motolustig, reactet einfach immer noch auf die Videos. Der hebt sich immer noch so 3-4 Videos auf und dann reactet der so auf 4 hintereinander auf 4 Videos. Und dann erstmal so, geiles Video, Da sehe ich uns, Chat, da sehe ich uns. Geil, Coco mit dabei, Fatty mit dabei, Fabian, Moto. Imagine, wir sind alle im selben Altenheim. Also, ihr werdet es auf jeden Fall hören, wenn ich im selben Altenheim bin wie euch. Obwohl, das ist halt auch die Frage, ne? Mit Hörgeräten und so. Da denkt ihr euch einfach nur so, was ist das für ein Rauschen im Ohr? Was ist das? Imagine, wie dumm das wäre. Imagine, war so, wirklich, wir sind so im selben Altenheim. Und ich streame einfach so, dann auch so mit Akkuschrauber und allem. Und ihr guckt das ja so live. Und ihr hört das einfach auch noch so leicht gedämmt. Aber ihr regt euch ja die ganze Zeit so darüber auf und sagt so, was fiebt da so? Ich will Anime 24 in Ruhe gucken. Obwohl ich so eine Etage über euch so rumschreie und ihr es eigentlich auch live hören könntet. Aber ihr checkt das so nicht. Junge, wie lost das wäre, hä? Kann man auf Anime 24 eigentlich auch mit Demenz reagieren? Kann man? Ey, Junge, Moto, du machst so einen Stream mit Demenz. Junge, dieser Stream endet einfach nie. Und du einfach so alle 3 Videos sagst, oh, das Video kenne ich noch nicht. Da gehe ich rein. Junge, ist das schlecht. Oh, Anime 24 hat deinen neuen Vlog hochgeladen. Junge, dann guckst du ihn so, dann gehst du so eins zurück auf die Kanalseite dann so, hey, das ist doch ein Bug, ich hab das Video noch gar nicht gesehen. Ich reagiere jetzt auf das Video. Dann gehst du so wieder drauf und reagierst drauf. Und dann gehst du wieder ein zurück dann so wieder von vorne. Ey, das ist doch ein Bug, ich hab das Video nicht gesehen. Das muss ich mir angucken. Ich will wissen, warum er keine Frau hat. Junge, aber pass auf! Pass auf, Alter, ist der Junge. Wir kriegen gerade so Ehre minus 1000 für diese Gags. Aber Chat, ich bin einfach genauso. Aber das Ding ist, ich drehe einfach so 3-4 Mal dasselbe Video, weil ich so denke, oh, ich könnte mal ein Video drehen, warum ich keine Frau habe. Und dann drehe ich das und schneide das so und das hoch. Und dann denke ich so, oh, ich könnte doch mal ein Video drehen, warum ich keine Frau habe. Junge, und jetzt Plot-Twist, Chat, jetzt Plot-Twist. Ich habe eigentlich eine Frau, aber ich weiß es so nicht. Mehr. Junge, und die denkt sich so, Junge, der lädt gerade 4-mal hoch, warum er keine Frau hat. Aber ich weiß das so nicht mehr, weil ich einfach so im heutigen Stadium wieder bin. Anstatt dann zuzugehen, sitzen wir dann alle auf unserem Zimmer und gucken den Stream. So wie auf so einer Klassenfahrt. Junge, guck mal, das Ding ist, wir sind einfach wirklich alle so im selben Altenheim, was gar keinen Sinn macht. Aber ihr wisst aber nicht, dass irgendwie ich da bin. Aber ihr trefft euch dann untereinander. So Moto, Coco, Patty. Ihr trefft euch dann so alle immer bei einem so im Zimmer wie auf so einer Klassenfahrt und guckt dann so gemeinsam den Stream. Und ihr regt euch immer so drüber auf, dass ihr mich so leise hört von drüber. Und denkt die ganze Zeit so, ey, wäre schon witzig, wenn Anime 24 auch hier wäre. Obwohl ich einfach auch da bin, so richtig random. Nur wenn es auch 4-mal so einen selben Satz wiederholt sind immer. Ja, und ihr checkt das auch alle nicht. So ich die ganze Zeit so, ja. Und dann gab's auch diese Story. Und ihr dann so,
ist ein Punkt. Und ich einfach genau dasselbe nochmal. Ja. Und dann gab's noch diese Story. Und ihr so, ja, ist ein Punkt. Vor allem auch so die Kommentare. Die Kommentarbox ist auch so ein Thema voll vom selben Kommentar, weil alle auf dieselben Kommentare schreiben. Und auch gar nicht so gucken, dass sie das schon mal geschrieben haben, weil ihr denkt ja alle, ihr habt den Video noch nicht gesehen. Und dann kommentiert er so Thema auf dasselbe. Das ist immer das gleiche Video mit einem anderen Oberteil. Ja, Mann. Junge, und vereinfacht auch dieser Twitch-Stream von Motu, der ja nur dann daraus bestand, auf dem Video zu reden, aber immer, wenn er zurück auf den Kanal geht, so denkt, ey, das Video kenne ich noch nicht, da gehe ich rein. Junge, pass auf, dann am Ende vom Stream irgendwann zum Moto geht sie wieder zurück und sagt so, langsam bin ich müde, ich sollte ins Bett gehen. Anime hat hier noch ein neues Video, warum er keine Frau hat. Das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Aber no joke, sagen wir halt, wenn wir alle da sind. Ja, Junge. Ey, da muss es aber auch hier einen Tanzkurs geben mit den Jury Bubbles. Also, das sehe ich dann schon, ne? Dass es dann so einen Abend gibt, wo wir uns alle in der Lobby treffen und dann die Jury Bubbles nochmal so tanzen. Das sehe ich dann so schon für uns. Beim nächsten Spiel denke ich, dass alle Videos neu sind. Du gehst auf den Kanal da so, oh, wie hat der in 2 Tagen? Junge, einfach so der ganze Kanal dann so in 60 Jahren, ne? Wie hat der in 3 Tagen 7000 Videos hochgeladen? Och, Junge, das ist so dumm. Yo, Leute, ich habe jetzt YouTube-Kanal mit 7000 Videos. Schauen wir heute alle. Junge, du vergisst einfach, dass du mich kennst. Du denkst dir so, ey, ich habe hier voll geilen Kanal entdeckt. Junge, du denkst einfach, dass ich dann so wie heute, ne, dass ich einfach der jetzige Anime bin, weißt du? Obwohl ich dann auch so alt bin wie du. Und dann sagst du sowas wie, oh, mit dem wäre ich gern befreundet gewesen. Schade, dass der nicht zu meiner Zeit gestreamt hat. Oh, Junge, das ist traurig und lustig zugleich, ey. Alter. Und dann gab's auch diese Story. Und ihr dann so, ist ein Punkt. Und ich einfach genau dasselbe nochmal. Ja. Und dann gab's auch diese Story. Und ihr so, ja, ist ein Punkt.